hat das Erbschen denn gerettet? Wer wurde dafür weich gebettet? Prinzessin auf der Erbse, du allein. Du bist nun unsere Königin. Du bist nun unsere Königin. Ein grünes Kügelchen, ganz klein, bewies uns Güte, Herz und Sinn. Welche Prinzessinnen denn schon wieder? Ich sag es gerne nochmal. Du sollst heiraten. Wer wird die nächste Königin? Wonach steht des Prinzensinn? Wird es vielleicht diese sein? Diese? Nein! Darf ich denn überhaupt nichts mehr dazu sagen? Nein! Haben wir denn jetzt wirklich alle Prinzessinnen gesehen? Ja. Naja. Außer der Prinzessin aus dem Land der Bienen und Imker. Diese Prinzessin hier ist die letzte, die mir noch in die Quere kommen kann auf meinem Weg. Mein Bruder muss auch sie ablehnen, damit ich Königin werden kann. Herzlich willkommen im Land der Bienen und Imker. Habt ihr eine gute Reise gehabt? Ja. Honig sammeln sollt ihr schnell. Sollt ihr schnell. Dass die Farbe leuchtet hell. Honig leuchtet wie das Leben. Diese Frau, die ist einfach umwerfend. Mein Bruder darf sie auf gar keinen Fall treffen. Ich muss ihr Land zerstören. Mein Plan funktioniert. Der Drache verwüstet alles. Das ist die Frau, die ich heiraten möchte. Hat jemand eine Idee, wie wir das sicher feststellen können, ob sie wirklich eine Prinzessin ist? Schon mit uns aus. Im Kartoffelbohnenspeck ist das Königspaar und Zweck. Das Erbschen denn gerettet?